Es gilt als recht sicher aus vielen Kreisen, dass er in der nächsten Saison in Bamberg Trainer sein wird. Erster Ballbesitz in Schwarz. Grünloh gegen Williams. Williams, er ist halt lang. Diese Arme sind unglaublich und das ist viel zu leicht. Und man hat nicht den Eindruck, als würde er das forcieren. Stark gemacht. Hoho! Da kann er sich durchsetzen. Und es geht munter weiter. Also, das Spiel wieder weit zu machen. Dann der Cut von der Weak Side. Klepeis, ja, legt das schön ab, weil er weiß, auf Joschka Ferner. Da hat der Eliup nochmal das Anspiel. Gut, wenn du 8 Offensiv-Rebounds im ersten Viertel abgibst, hast du normalerweise ein Riesenproblem. Klasse, der Pass. Boah. 20 machen, das geht auch schlimmer. Also wir sehen hier ein offensives Feuerwerk auf beiden Seiten. Es macht Spaß zuzuschauen. Shooting Guard nach der Verletzung von Dakota Mathais geholt worden mit seinem ersten Spiel. Herkenhoff, Dankeschön. So kommt man gerne wieder nach Hause. Dadier bekommt es hier. Ja, dadurch, ja, wieder einer von deinen Lefties. Als 2-for-1, dadurch bekommt nämlich Ulm im Normalfall nochmal den Ball, aber das wird... Schön, und das, ja, war dann ein sauberer Abschluss für Herkenhoff, wenn auch... Christen hat er vorhin mehrfach von der Position genauso geübt. Wird er belohnt und wirft ihn rein. Dreier auf der anderen Seite. Flanagan, der ist nicht leicht. Und Cusey holt den Offensiv-Rebound und macht ihn dann rein selber. Also, Zunge schnalzen. Ja! Der Dreier für Tommy Klepeis, der findet seinen Touch wieder. Form und Quote, aber jetzt langsam scheint er sich einzuwerfen. Und heute könnte das ja ein Spiel sein. Der hier war schwierig gegen das Closeout hoch. Boah, traut sich da nicht. Hätte eigentlich eine gute Position gehabt. Diallo, aber da steht halt auch Williams. Boah. Klepeis gibt hier noch einen weiter zu Figueroa. Der hatte eben das Händchen, hat es wieder. Ulm heute, der brauchte den Umweg über die Roa und hat es dann super gemacht. Der Dreier fällt nicht, aber Klepeis mit dem Rebound über Iwundu. Ferner mit dem ersten Fehlwurf aus der Distanz. Nunez, Eurostep, hübsch. Sehr hübsch. Beim ersten Foul, hier nochmal super Move. Schön gemacht vom Lefty, rechts, links, rechts. Eigentlich ein normaler... Juicy, der Ecke. Boah, zweimal die schnellen Hände von Figueroa. Und dann der Korbleger auf der anderen Seite. Gegeben. Entschuldigung, 500 Rebounds. Die Assists, wenn er heute 8 macht, dann hat er Luke Sigmar eingeholt. Apropos eingeholt, fällt da. Jetzt gute Offense. Klepeis, ja. Kommt sie gut raus. Jetzt der weite Dreier. Figueroa ist hot heute. Sein dritter von Downtown. Williams. Step back. Der ganz weite. Oh! Step back into step through. Nach vorne. Sehr, sehr schön gemacht. Offense generierst. Das funktioniert wieder einmal. Auch in diesem Spiel. Spieger. Das hat Grünloh gut gemacht. Dass er da einfach... Schön gespielt. In der letzten Sekunde gesehen und da haben wir es wieder. Der Pass. Sein Missfallen ausgedrückt. Ach, oh, er braucht Hilfe. Aus der Not geboren, kriegt er einen Assist. Auf der anderen Seite geht es schnell. Schwieger. Aber Moment auf den Big-Position. Herkenhoff, der ja auch die 5 spielen kann. Groves. Vollendet, hat den
seiner Zeit auf dem College. Warten wir erstmal den Wurf ab. Der geht rein für Bechter. Das haben sie gut verteidigt. Groves gegen Williams. Schön durchgelegt und Yallow von oben. Klasse ist es. Offensive gut den eigenen Mann gefunden. Kleiner Durchstecker hier auf Yallow. Schön gemacht. Und da haben wir jetzt vielleicht unser MVP. Vielleicht ein Assist. Hat er auch kurz dran gedacht, aber ich glaube, soll er jetzt auch gar nicht. Ah, noch ein Rebound. Gar kein Problem. Holen wir noch einen Rebound. Und dann der Abschluss. Er tankt sich durch und den N1. Der macht hier auf jeden Fall einen Case. Seitdem er wieder da ist, ist das spürbar für die Fans, für uns und auch im Idealfall sogar 10 absetzt. Oh, der Switch jetzt wieder. Ferner muss gegen Williams verteidigen. Figueroa, der hat das heiße Händchen. Hat er immer noch. Blick zur Bank. Dadier bekommt das Foul. Alles zurückgenommen. Und hier nochmal der Dreier von Figueroa. Ruhiger. Ach, Irigoyen, das macht er gut. Oh ja, und das ist dann Nummer 4. De Paula. Ja, gut stehen geblieben ist Schwieger. War ein bisschen zu offensiv. Und dann ist es ganz einfach. Grünloh mit dem Auge. Ja, der weiß natürlich auch. Jetzt sehen wir es nochmal. Williams steht unter dem Korb. Ja, greift nochmal kurz rein. Alibi mit seiner Länge. Der ist schwer, der Wurf. Und dann macht er den Floater. Das ist natürlich überragend. 14 zur Pause. Hat bisher keine Punkte in der zweiten Halbzeit gemacht. Oh! Big-Time-Blockshot! Aber was er hinten macht gegen Tommy Kneper, es war ein guter Move. Zweite Mal. Schwieger. Zieht gut vorbei. Schwieger macht ihn 80-80. Amino gegen den Paula. Da kommt Klebeis um den Block rum. Da ist der vierte Blockshot von Messi Wundu. Alles noch in Ordnung. Dem, hier nochmal der Block. Vierten Block mit dem dritten an Tommy Klebeis. QC all the way. QC nicht, aber der Tipp-In von Groves. Mussten die verteidigen hier. Zu dritt versuchen sie es. Noch ein Step. Da geht hier auch wieder das Herz auf natürlich. Gut. Gewinnt den direkten Vergleich gegen Ratio Farm Ulm. Es war ein tolles, ein packendes Basketballspiel.